Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. LS19 auf der Untergriesbach. Ja, wir stehen hier auf unserer BGA. Das läuft soweit. Ich habe Gärreste schon getankt. 18.000 Liter. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Aber die werden wir heute auf jeden Fall ausbringen. Auf dem Luzernefeld, was ich abgeerntet habe. Seht ihr hier, 300.000 Liter sind da drin. Ich habe mal nachgeguckt bei Global Company. Da könnt ihr ja einfach hier so reingehen in das Menü und dann hier öffnen. Und dann sieht man hier aktiv, 1.000 Liter passen da rein. Und 100.000 Liter Luzerne-Silage. Ja, das läuft auch soweit. 10.000 sind schon fast drin. Und da würde ich sagen, bringen wir jetzt mal ein bisschen Gärreste aus. Wenn euch die Folge gefällt, lasst ein Like da. Für die Neuen abonniert den Kanal. Für alle betätigt die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und schreibt was in die Kommentare. Viel Spaß beim Zuschauen. Mal, dass wir hier rückwärts rauskommen. So einen Waschtag einlegen, denke ich mal. Die Fahrzeuge sind ganz schön dreckig. Ja, klappen wir den mal hier auf. Zoomen mal so ein bisschen weiter raus. So. Absenken. Schalten und dann geht das los. So, und dann bringen wir unsere ersten Gärreste jetzt aus der BGA aus. Na klar, wir haben dann natürlich noch Gülle. Ja, keine Frage. Oh, oh, oh. Nicht. Oh, genau, das wäre es jetzt schon gewesen. Wir haben auch noch Gülle, aber mit der Gülle will ich wirklich erstmal diesen einen. Dieses eine Silo da voll machen, um zu gucken, wie dann mit dem Umrühren funktioniert. Ihr seht, ich habe schon mit Hilfe von einem zusätzlichen Mod die Ausbringmenge hier, ich guck noch mal, reduziert. Ah, die können wir noch weiter reduzieren, Herr Donnerwetter. So. Weil da geht ganz schön was drauf. Und der Unterschied ist egal, ob ich da jetzt die 10 drauf hau oder weniger. Oder mehr. Geht halt nur mehr weg. Ja, umso weniger Fläche können wir machen. Aber 10 Kubik pro Hektar ist in Ordnung. Natürlich jetzt erstmal ein bisschen zu viel aufs Feld gebracht. Natürlich schlecht, aber ist egal. Dann drehen wir hier vorher rein. Kurz hier so. Ja, da gibt es auch einen Mod, dass man halt die Ausbringmenge verringern kann oder erhöhen kann. Natürlich gerade bei Dünger oder Kalk sehr, sehr hilfreich.
ist auch gleich leer. Dann gucken wir mal. Füllen wir mal das zweite Mal auf. Hoffentlich haben wir noch mehr als nur 18.000 Liter da drin. So. Hoch damit. Zuklappen. Fahren wir mal hoch und befüllen mal neu. Gucken wir mal. Ja, ist mir auch aufgefallen, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte eine andere BGA gebaut. Eine vom die mit Global Company zusammen funktioniert. Hätten wir auch sehen können, wie viel drin ist. Ja, Schlauch kaputt. Genau. Pumpe an. Ja. Mal gucken. Ja, natürlich jetzt schade, wenn da nicht so viel drin ist. Ja, mal eine andere BGA und dann hat man halt sehen. Ja, 5.000. Naja, egal. Bringen wir die mal aus. Schlag ab. Und nochmal über den Schlauch. Sauber. Nur 23.000 Liter waren da drin. Da kommt man halt nicht weit mit. Aber ist ja nicht alle Tage Abend. Das ist bis zur nächsten Wachstumsphase von der Luzerne. Haben wir mit Sicherheit wieder genug Gülle. Dann können wir die ausbringen. Dann haben wir da einen einheitlichen Stand. So, klappen wir zusammen und dann fahren wir das auch da wieder hoch.
Ja, ich habe mir überlegt, wie bekommen wir jetzt die Luzerne-Silage in unsere BGA. Und zwar machen wir das wie folgt. Ich stelle jetzt mal einfach den hier oben auf diese Freifläche. Machen wir ein bisschen Platz. So. Einfach mal so hin. So, gucken. Da können wir das nicht reinpacken. Holen wir mal kurz den Anhänger. Den Ladewagen mal weg, den Ladewagen. Tun unseren Ladewagen hier neben das Silo stellen, damit er ein bisschen schneller. Schon wieder Mist im Kuhstall. Auch mal rausholen. Den Mist können wir nämlich, glaube ich, auch noch in die BGA packen, aber den nehmen wir, glaube ich, auch dann zum Düngen. Dann fahren wir nochmal runter zur BGA. Seitlich an den Silo vorbei. Wiese. So wollte ich das nicht. Das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, da kommt die Luzerne-Silage. Da glaube ich erstmal nur 10.000. Ja, 11. So, jetzt machen wir Folgendes. Einfach hier vorne. Jetzt hier anfangen. So. Jetzt kippen wir das einfach hier ab. Machen hier so eine kleine Miete hin. So. Einfach. Trecker aus. Radlader an. Unsere erste Luzerne-Silage auch schon in die BGA gebracht. Super. Stellen wir den nämlich hier hinten hin. Na, hier ist halt auch noch Platz, da könnte man halt auch noch abkippen.
Wie wir das jetzt machen, ist egal, aber mit dem Anhänger ist das, glaube ich, die beste Variante und die beste Lösung. Alles klar. So. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, immer ein Däumchen oben lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.